Hallo und herzlich willkommen hier in United Penguin Kingdom, der Demo Huddle Up. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein und starten ein neues Spiel. Wir spielen auf Normal, würde ich sagen. Und wir nennen unsere kleine Insel, die wir auf Karte 1 erstellen, einfach mal Penguin Land. Und ich glaube, das Logo lassen wir schon mal so. Das, oh, der ist knuffig. Obwohl ich hier mit der Weinflasche schon fast ein bisschen cooler finde. Ich glaube, den nehmen wir mal so. Wir nehmen das als Logo und los geht's. Also, wir haben hier einen Haufen Pinguine. Ich glaube, 10 Stück an der Zahl. Dies ist ein toller Ort, um eine neue Siedlung zu gründen. Zuerst solltest du die Anfangsgebäude platzieren. Diese Gebäude können in deiner bevorzugten Reihenfolge platziert werden. Okay, wir brauchen also eine Konstrukteurshütte. Die stellen wir jetzt mal einfach hier so mitten irgendwo hin. Und wir können jetzt noch nichts machen. Wir können erstmal nur die Gebäude bauen. Dann machen wir mal direkt weiter und bauen hier die Lagermöglichkeit hin. Wir haben auch noch ein kleines Nahrungslager, eine Apotheke, sehr wichtig. Oh, eine Schatzkammer, die kommt hier hin. Und ein Knuddelzentrum, ist es nicht herzallerliebst. Du bist bereit, deine Pinguinsiedlung zu gründen. Viel Glück. Alles klar, es speichert für uns. Wir haben neue Aufgaben erhalten. Baue ein Kinderhaus, baue 3 Hütten und baue eine Windturbine. Alles klar. Zunächst müssen wir hier aber mal Arbeiter zuweisen. 4 Stück, die jetzt ab sofort für das Bauen unserer Gebäude zuständig sind. Und wir können noch Gebäude zu primären Lagerhäusern machen. Das ist hier schon passiert. Das ist hier auch passiert. Alles sehr gut. Wir müssen keine Arbeiter mehr hinzufügen. Wunderbar. Dann beginne ich mal mit dem Bau eines Kinderhauses. So, wo können wir das mal hinsetzen? Vielleicht einfach mal hier. Und scheinbar braucht dieses Gebäude auch Strom. Wo finden wir Strom? Hier vermutlich. Eine Windturbine. Die würde ich dann einfach mal hier platzieren, direkt neben dem Haus, weil das ja auch Strom braucht. Andererseits, wenn die alle keinen Strom brauchen, ist das ein bisschen verlorene Energie. Kriegen wir da noch ein Gebäude zwischen? Wir machen es einfach mal und wir schauen da mal. Oh, wer kommt uns denn da besuchen? Eine Robbe. Robben begeben sich zu den Nahrungslagern und stehlen Nahrung. Du solltest deshalb Verteidigungstürme errichten. Ach du liebes Bisschen. Wir haben hier also auch noch mit Fressfeinden zu tun. Immerhin fressen sie nicht uns auf. Das ist schon mal ein Vorteil. Wir scheinen also in Sicherheit zu sein. Gut. Die Häuser müssen wir noch bauen. Hütten. Wie viele Hütten brauchen wir denn so? Und die Hütten brauchen auch Strom. Ich soll 3 Stück bauen. 2, 3. So. Perfekt. Und unsere Hüttenbauer sind auch schon auf dem Weg, um hier die Hütten aufzubauen. Und das werden schöne Iglu. Wunderbar, gefällt mir. Mir war zwar nicht klar, dass auch Pinguine in Iglus mit Holztüren wohnen. Aber wenn das Spiel das sagt, werde ich da nicht dran zweifeln. Gut. Wie sieht's denn im weiteren Holzhausbau aus? Okay, 1 ist jetzt fertig. Ich würde mal sagen, wir geben mal einen. Obwohl, wir könnten ja auch direkt nochmal hier so einen kleinen Wehrturm bauen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Damit wir uns verteidigen können. Das ist eine Forschungseinrichtung. Ein Eissperrturm. Ich würde mal sagen, wir bauen hier mal so eine Forschungseinrichtung. Schade, dass sie da nicht hinpasst. Gut, da muss sie halt hier hin. Dann
ist das halt so. Okay, was ist denn hier los? Warum baut ihr nicht unsere Häuser weiter? Ah, okay, jetzt geht's los. Perfekt, sie bauen. Sie hämmern mit ihren kleinen Flügelchen, sag ich mal. Interessant, dass die zum Fliegen nicht geeignet sind, aber ein Hammer halten geht damit wohl wunderbar. Mich erinnert das ja alles so ein bisschen an diese Kinderserie, die es damals gab. Wie hieß die denn? Hieß die Pingu einfach? Wo immer so ein kleiner Pinguin mit seiner Mama rumgehüpft ist? Egal. Gut. Wir haben die Aufgabe abgeschlossen. Wir haben 4 Gold bekommen und 20 Meeresfrüchte-Mischung. Hm, sehr gut. Bestimmt ziemlich schmackhaft. Da du die Aufgabe innerhalb der Zeit abgeschlossen hast, wurden 10 temporäre Reputationspunkte für 6 Monate gewährt. Okay, ich weiß noch nicht genau, was mir die bringen, aber ich sage mal herzlichen Dank. So, dann bauen wir hier mal die Forschungseinrichtung hin. Und da müssen scheinbar auch noch Forscher hinzugefügt werden. So. Können wir denn jetzt forschen? Einfacher Kühler. Okay. Interessant. Wir machen mal langsam. Warum steht das auf schnell? Ach so, weil ich gerade schnell bauen wollte. Wir können ein Jahr spielen, glaube ich, bis die Demo zu Ende ist. Und wir müssen so ein bisschen mit der Zeit haushalten. So, der Eissperrturm. Ein Turm, in dem ein Pinguin Eissperre herstellen und dann Killerwale und Robben angreifen kann. Das finde ich gut. Ich glaube, den würde ich jetzt tatsächlich hier so irgendwie zwischensetzen. Dann bekommt ihr auch Strom. Vielleicht hätten da sogar 2 hingepasst. Egal. Einer sollte erstmal reichen. Der hat ja auch eine ordentliche Reichweite. Gut, reicht jetzt nicht bis zur Apotheke. Aber das ist dann halt so. Kann ich den Bau noch abbrechen? Wir machen das mal, weil vielleicht kann ich den tatsächlich Platz sparen. Bahn da hinstellen, dass da 2 hinpassen werden. Ah, geht sogar, sehr gut. Damit kann ich dann ein bisschen besser leben, glaube ich, am Ende. Neue Aufgabe. Natürlich können Pinguine auch hungrig werden. Konzentrieren wir uns auf die Nahrungsproduktion. Dank dem Fischkutterdock kannst du Krill, Fisch und Tintenfische mit Netzen fangen. Okay, dann bauen wir ein Fischkutterdock und erzeugen Krill. So. Wo muss das denn hin? Kann ich das einfach... Nee, das muss ins Wasser teilweise. Das ist ja ungünstig. Ah, verstehe. Dann setzen wir den vielleicht ein bisschen weiter hier hin. So ungefähr. Und wir müssen dann auch hier wieder für Energie sorgen. So, dass der gerade noch... Okay, dann können wir auch näher rangehen eigentlich. Können wir hier auch noch ein bisschen was drumherum bauen. Und wir können hier auch noch Straßen irgendwie entlang ziehen, glaube ich. So, sehr schön. Müssen wir das eigentlich grundsätzlich machen, dass wir Straßen bauen? Ist das notwendig? So, dann können wir hier noch verbinden. Hier verbinden. Hupsi. Hier auch. Und hier ebenso. Würde sagen, das reicht an Straßen. Oh, wir müssen noch jemanden hier dem Turm zuordnen, damit er auch Speere werfen kann, wenn hier wieder irgendwelche fiesen Robben angerobbt kommen. Sehr gut. Also, wir bauen hier schön an unserem Fischkutterdock. Ich fände es ja sehr... Was ist das denn? Ist das ein Fisch? Tatsächlich. So ein einsamer, alleingelassener Fisch, der hier so rumschwimmt und einfach mal verschwindet, soll mir recht sein. Und da kommt auch schon unser Erzfeind. Unser Erzfeind, die Robbe. Ich bin gespannt, wo sie hinrobbt, ob wir ihn überhaupt erreichen. Tatsächlich, wir kriegen ihn gerade so, aber wir kriegen ihn nicht erlegt, weil der Turm einfach zu weit weg ist. So, hier können wir nochmal 2 Arbeiter. Nein, kann ich das jetzt nicht, weil Energie fehlt? Oder fehlen mir Arbeiter? Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. So,
Jetzt hat das Ding Energie. Wir können kein untätiger Pinguin. Paarung ist erlaubt. Okay. Paart ihr euch denn auch ordentlich? Darf ich mal fragen? Ihr solltet euch doch fortpflanzen. Oder muss ich erst weitere Gebäude bauen? Habe ich denn ein Kinderhaus? Ja, hier. So, stellen wir hier mal noch ein Gebäude hin. Vielleicht begrenzt ja tatsächlich die Anzahl der Wohneinheiten einfach die Anzahl der Pinguine. Und vielleicht können die Pinguine im Kinderhaus nicht groß werden, solange es keine Hütten gibt, in die sie einziehen können. Das würde alle unsere Wohnraumprobleme, die wir hier haben, lösen. Wenn man erst groß wird, wenn es eine freie Wohnung für einen gibt. Das wäre sehr praktisch. Und bis dahin muss man einfach bei Mama und Papa bleiben. Ich finde es aber auch schön, wie der hier oben sitzt und auf seinem Eisspieß rumklopft. Das ist ja herzallerliebst. Damit ist er fertig und kann auch direkt schmeißen. Großartig, schmeiß noch einen. Komm, holen dir. Sehr gut. Und dann verschwinden die einfach. Okay. So, haben wir jetzt mehr? Tatsächlich, jetzt sind unsere Kinder weg. Und die sind jetzt scheinbar hier in der Hütte. Und wir haben offensichtlich immer noch zu wenig Hütten. Dann bauen wir mal direkt nochmal zwei. So. Und dann müssten wir ja auch hier jetzt zwei Arbeiter zuweisen können. Wunderbar. Was heißt das hier? Nicht unter dem Schutz eines Verteidigungsturms gegen Killerwale. Habe ich denn Verteidigungstürme, die mich gegen Türme? Habe ich Verteidigungstürme, die mich gegen Killerwale schützen? Gemeinschaft. Technologie und Verteidigung. Ein Turm, in dem ein Pinguin Eissperre auf Killerwale werfen kann. So, nehmen wir mal gleich zwei auf jeder Seite ein. Das sollte unseren Doc, unseren Fischkutter-Doc auf jeden Fall schützen, denke ich. Gut, wir sind im Februar. Alles klar. Was können wir noch bauen? Forschungszentrum. Forschungseinrichtung, okay. So, Lagerhäuser haben wir, Konstrukteurshütte auch, Schatzkammer, soweit ich weiß, auch. Das fände ich cool, wenn hier beistünde, ob wir bereits eine haben. Aufgabe abgeschlossen, Belohnung. 5 Gold, 8 Fisch und 16 Krill. Und ich habe die Aufgabe wieder ganz schnell abgeschlossen und bekomme 15 temporäre Reputationspunkte für 8 Monate. Sehr schön. Und ich glaube, hier oben steht sogar schon, wie viele ich habe. Wenn ich da jetzt eine 2... Ah, da kann ich auch noch durchschalten. Das ist sehr praktisch, sehr hilfreich, auf jeden Fall. Hätte ich mir tatsächlich auch bei Pioneers of Pagonia... Ich mag diesen Titel einfach. Hätte ich mir auch bei Pioneers of Pagonia gewünscht, dass man Gebäude, die man schon hat, irgendwie suchen kann. Aber vielleicht gibt es das und ich habe es einfach übersehen. Kann ja durchaus möglich sein. So, die Robbe wird doch wohl noch irgend... Ach nee, die sind noch nicht fertig gebaut. Ich dachte, wir würden die noch erlegen. Schade, dann wird das nicht funktioniert. Dann wird das nicht funktionieren. So ist der Satz richtig. So, wir hatten doch eine Forschungsabteilung. Wir haben Wissenschaftspunkte. Und wir können eine Neuankömmlingsrampe bauen. Die schalten wir mal frei. Und bauen die mal direkt irgendwo hin. Ich weiß gar nicht, wo wir die jetzt finden können. So. Ah, okay. Da muss die andere Seite ins Wasser. Das hätte ich jetzt gut gefunden, wenn sich das Ding von selbst gedreht hätte. Diese Rampe ist dafür da, damit neue Pinguine bei uns an Land kommen können. Auch wenn das Ding tatsächlich ein bisschen eher danach aussieht, als könnte man da irgendwie runterrutschen. Egal. Ein einfacher Kühler. Ein Kühler, der zusätzliches Eis in einem Bereich produziert.
Pinguine verlieren keine Gesundheit, wenn sie sich im Interaktionsbereich eines aktiven Kühlers befinden. Aber ich habe nur noch 13 Punkte. Ich kann einen Schneeblockformer produzieren. Der Schneeblockformer produziert Schneeblöcke. Aber was habe ich davon? Was macht man denn mit Schneeblöcken? Bauen wir da Dinge draus? Vielleicht. Ich würde sagen, wir bauen mal den Schneeblockformer. Den könnten wir einfach mal hier so weit nach draußen stellen. Obwohl, wir stellen den einfach hier hin. So. Oh ja, hier muss noch jemand arbeiten, damit hier Speere geworfen werden. Jetzt können Speere geworfen werden, aber keiner wirft einen Speer. Ich habe auch ein bisschen Verzug, was das Bauen von Gebäuden angeht. Brauche ich eine weitere Hütte für Bauarbeiter? Was bist du für ein knuffiges Kerlchen? Bist du ein kleiner Pinguin? Oh, wie knuffig. Süß. Okay, neue Aufgaben. Konzentrieren wir uns auf die Forschung. Also, wir müssen noch Wissenschaftspunkte erstellen. Die sollten wir ja automatisiert bekommen, denke ich. Die werden hier immer so egal weg produziert. Jetzt haben wir schon einen neuen wieder. Okay, das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, hier wird fleißig gebaut, beziehungsweise Baustoffe herangeschleppt. Dann sollten sich die auch irgendwann ergeben. So, können wir noch irgendwas Wichtiges bauen? Hier jetzt nicht, hier auch nicht, hier auch nicht. Hier, das haben wir. Knuddelzentrum haben wir. Wir haben eine Apotheke. Wir haben eigentlich alles, was wir soweit brauchen. Können jetzt nur noch irgendwie über Forschung versuchen, neue Dinge zu erstellen. Ein Kräutersammler klingt ganz interessant. Er sammelt Kräuter vom Ozeanboden. Ein kranker Pinguin kann mit 2 Kräutern geheilt werden. Das gefällt mir. Den könnten wir gleich anschaffen, sobald wir 15 Forschungspunkte gesammelt haben. Würde ich mal sagen, dass wir das gleich machen. Wir haben gerade, glaube ich, 14. Dann fehlt uns noch einer. Aber warum sind meine kleinen Pinguine so langsam, was das Bauen von Gebäuden angeht? So, hier schicken wir auch mal einen rein. Komm, wirf noch einen drauf. Kannst du das noch? Tatsächlich. Sehr gut, den haben wir schon mal erlegt. Also ich finde, die Feinde sind bisher noch recht simpel. Also auch so ein bisschen dümmlich, dass die sich in diesen Radius begeben und nicht flüchten, sobald sie merken, oh Gott, ich werde beworfen. Andererseits, wenn man dann ein Lager hat und genug Türme drumherum gebaut hat, werden die einem wahrscheinlich auch nicht mehr gefährlich. Da fehlt mir noch so ein bisschen ein kleiner Twist vielleicht. Weiß ich nicht. Dass die vielleicht auch einfach zu mehreren kommen und man dann einfach auch nicht alle erlegen kann. Aufgabe abgeschlossen. Wir bekommen 3 Gold, Schneeblöcke, Müll. Warum bekomme... Was soll ich mit... Also, wieso kriegen wir Müll? Und Kunststoff. Okay. Meinetwegen, wir können was erforschen. Okay, den einfachen Kühler können wir nicht. Boah, was macht jetzt mehr Sinn? Den Kräutersammler oder den einfachen Kühler? Ich bin für den Kräutersammler. Jupp. Dann können wir mal schauen, wo wir den hinsetzen können, den Kräutersammler. Da ist der Kräutersammler. Muss der auch ins Wasser? Tatsächlich. Dann kommt der aber hier... Oh Mensch, der braucht auch Strom. Jetzt habe ich gerade eine Taste gedrückt. Kräutersammler. So. Kriegen wir den noch irgendwie rein? Nee, sieht nicht so aus. Das wird nicht funktionieren. Den kriegen wir dann nicht so nah dran. Setzen wir den dann einfach hier rüber. Und bauen dann da noch eine Windturbine hin. Natürlich. Ah, okay. Ich muss so nah ran. Ich kann gar nichts dagegen tun.
Ich habe keine Pinguine mehr. Oh my goodness. Was muss ich denn machen, damit ihr euch wilder fortpflanzt? Habe ich irgendwas übersehen? Das finde ich schade, tatsächlich. Jetzt haben wir hier so einen Eissammler stehen und... Okay, wir müssen Schneeblöcke produzieren. Ist das der Schneeblockformer? Ja. Wo können wir denn Personal abziehen? Können wir irgendwo Personal abziehen? Hatten wir nicht irgendwo zwei? Guck mal hier. Einer kommt dann hier rüber erstmal für den Anfang. Ist dann halt so. Man muss auch mal Prioritäten setzen. So, wo ist denn die Kinderstube? Du kannst dein erstes Gruppenknuddeln abhalten, wenn deine Siedlung mindestens ein Jahr alt ist. Das Knuddelzentrum ist ein Treffpunkt, an dem du alle Pinguine aus deiner Siedlung zu einer Feier zusammenrufen kannst. Okay, dann bringt mir das ja gar nichts, wenn ich nur ein Jahr spielen kann. Was passiert hier? Eine Gruppe von Robben. Okay. Naja, ist halt so. Ich hoffe mal, hier werden schon fleißig Schneeblöcke gebaut. Eine Robbe wurde getötet. Hört, hört. An sich können wir jetzt nur warten, bis wir wieder Forschungspunkte haben, denke ich. Es sei denn, ich übersehe einen Mechanismus, der es mir ermöglicht, irgendwie mehr Nachkommen zu zeugen. Aber das sehe ich gerade nicht. Also ich wüsste nicht, wie das gehen sollte. Also ist mein Pinguindorf vermutlich dazu verdammt, ein wenig kleiner zu sein. Ich könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, okay, wenn die nächste Robben-Angriffszeit im April sein soll, obwohl, da kommt eine Robbe. Warum kommt die denn jetzt, wenn wir im April angegriffen werden? Das verstehe ich nicht. Obwohl ja eigentlich immer zwischendurch welche gekommen sind. Vielleicht kommen dann tatsächlich mehr als nur eine. Kann natürlich sein. Oh, wir haben wieder ein Junges in unserem Rund aufgenommen. Ich würde hier gerne jemanden arbeiten lassen. Das kann ich jetzt nicht. Das ist schade. Wir haben 13 Wissenschaftspunkte. Wir können nichts erforschen aktuell. Das wird auch alles wahnsinnig teuer, was hier noch kommt. Aber es gibt noch echt viele Dinge zu erforschen im echten Spiel. Ich bin wirklich sehr gespannt. Wir können da ja mal so ein bisschen durchgucken, was es so gibt in der Stadt. Es gibt Holzrecycle-Station. Okay, ein Fischkutter-Dock. Den hatten wir doch, oder nicht? Egal. Eine Unterkunft, ein kleines Haus, Dekoration und Kühler rundherum gewähren den Häusern zusätzliche Zufriedenheit. Okay. Eine Stadthalle können wir bauen, ein Handelszentrum, ein Großflächenkühler, hört, hört. Eine Steinlampe, scheint Deko zu sein. Ein großes Lagerhaus, ein großes Nahrungslager, eine Villa, ein großes Haus mit viel Komfort. Mhm. Eine Provinzhalle. Dieses Gebäude kann genutzt werden, um Nahrung, Medizin, Material und Gold vom König zu erbitten. Es gibt einen Pinguinkönig. Ui, interessant. Ein solarbetriebener Kühler. Dann braucht er gar keine Stromversorgung. Das ist praktisch. Da muss man nicht überall immer Windräder hinstellen, sondern kann einfach sagen, ich stelle jetzt hier so einen solarbetriebenen Kühler hin. Fertig. Passt. Das finde ich gut. Jo. Yoga-Zentrum. Ein Ort, an dem Pinguine Yoga praktizieren können. Oh Gott, ich mache den sterbenden Pinguin. Es ist ja nicht zu fassen. Ein Fischkutter-Dock, ein Kochhaus, Festival-Arena. Das gefällt mir.
Königreichsbotschaft. Die Königreichsbotschaft ist ein Gebäude, das dich mit den anderen Provinzen des Königreichs verbindet. Okay. Noch ein Forschungszentrum. Eine Pinguinstatue. Oh, und das war's schon. Ah, sind aber noch ein paar nette Sachen bei, die man irgendwie entdecken kann. Gefällt mir auf jeden Fall. Und ich glaube, die Zeit ist nicht groß weitergelaufen. Es ist immer... Jetzt haben wir 14 Forschungspunkte. So, wir können hier mal noch ein bisschen Straßen bauen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt wirklich irgendwas bringen, weil die Pinguine laufen ja trotzdem auch über Schnee, wenn ich mich nicht irre. Kann natürlich sein, dass in dem Moment, in dem es einen Weg gibt, der zu einem Gebäude führt, dass dann primär dieser Weg verwendet wird. Das weiß ich nicht. So, 3 Schneeblöcke haben wir inzwischen erarbeitet. Und die Schneeblockproduktion scheint etwas zu sein, das recht aufwendig anmutet, solange wie das hier dauert. Vor allem, weil wir halt Wissenschaftspunkte sehr schnell generieren. Boah, ich glaube, ich spare jetzt erstmal auf den Kühler, bevor ich mir so ein Karussell hinstelle. Eine drehende Maschine mit Figuren von Leopardenrobben, auf denen Jungpinguine zu ihrem Vergnügen reiten können. Jeder Besuch bringt 3 Punkte Zufriedenheit. Soll das heißen? Soll das bedeuten, dass Karussellfahren genauso viel Zufriedenheit bringt wie Yoga? Dann bin ich für Karussellfahren. Ganz klar. Geht auch schneller. Oh oh, Robbenangriff. Robb ihn weg. Na los. Der ist aber auch so gerade nicht im Radius. Und der haut auch leider nicht irgendwie auf einem Weg ab, der von uns ersichtlich ist. Vielleicht sollten wir einfach noch ein Türmchen bauen, damit das hier auch so ein bisschen noch abgedeckt ist. Aber auch dann brauchen wir wieder Strom. Ja, wir könnten den jetzt hier hinstellen. Dann hätten wir auf jeden Fall das Ding im Strom. Ja. Andererseits haben wir auch gar keine Pinguine, die wir da beschäftigen können. Also es ist sowieso Quatsch. Vielleicht, wir haben ja hier auch noch 4. Stimmt. Dann schicken wir hier erstmal einen hin. Hier noch einen. Dann haben wir immer noch einen übrig. Das habe ich ganz vergessen, dass wir in der Bauhütte so viele Pinguine haben. Die brauchen wir ja eigentlich nicht, solange wir nichts bauen. Wie lange braucht denn so ein kleiner Pinguin, um erwachsen zu werden? Das ist Nixon, der ist 0 Jahre alt. Und verbleibende Zeit bis ausgewachsen. 10 Monate. Krass, brauchen die lange. Dann kann ich ja in so einem Jahr gar nicht groß wachsen. Und ich muss jetzt praktisch... Oh, ich habe die Eisblöcke fertig gebaut. Sehr schön. Und ich muss jetzt praktisch darauf warten und darauf hoffen, dass gleich hier irgendwie ein paar Pinguine angeschwommen kommen. Und ich finde wirklich, dass das aussieht wie eine Rutsche. Und ich frage mich wirklich, wie das funktioniert, dass sie hier so hochkommen. Ich bin sehr gespannt, ob man das sehen kann. Allgemein finde ich es schade, dass man relativ wenig in den Gebäuden sieht, was so passiert. Klar, hier läuft mal so ein Pinguin rein und raus. Hier sitzen Pinguine drin, obwohl da nur einer sitzen soll. Nein, da sitzen 2. Ich dachte, da wäre nur noch einer drin. Interessant. Gut, haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Reserve. Und ansonsten sieht man nur manchmal halt so ein Pinguin da rein und raus laufen. Das finde ich schade. Ich hätte es cool gefunden, wenn hier mal so ein Fenster aufgeht oder so. Ich weiß auch nicht, was das hier oben ist. Kann man sich da hinsetzen zum Chillen, zum Sonnen? Ich habe keine Ahnung. Egal. Gut, wir haben 27 Punkte. Ich glaube, oh, wir brauchen nur 21. Ich hoffe, in dem Kühler muss keiner arbeiten. So, einfacher Kühler, der braucht aber auch Strom.
Dann können wir einen hier hinsetzen. Und vielleicht können wir auch... Haben wir noch irgendwo so Platz gelassen dazwischen? Die haben einen sehr geringen Radius. Dann setzen wir hier auch noch einen hin. Passt schon. So, neue Aufgabe. Eissperrtürme bauen. 3 Stück und erzeuge Eissperre. Ja, kein Thema. Kriegen wir hin. Wird eine schnelle Sache sein. Gut, ich bin gespannt, was gleich passiert, wenn eine Gruppe von Robben angreift. Da bin ich tatsächlich jetzt doch nochmal gewillt, hier einen Eissperrturm zu bauen. Den setzen wir mal hier hin und setzen dann natürlich auch noch eine Windturbine irgendwie dazu. So, meine beiden Baumeister. Was macht denn der andere? Ach so, ich habe hier auch was gebaut. Ja, das habe ich vergessen. Oh, oh, es geht schon los. Kommen die jetzt von allen Seiten oder kommt jetzt nur einer? So, Belohnung abgeschlossen. Sehr schön. Da kommt tatsächlich nur einer. War's das? War das jetzt alles? War das jetzt der ganze Angriff? Oh, nein, da kommen sie. Da kommen sie. Wir machen mal langsam hier. Ich glaube, wir werden jetzt gleich ausgenommen. Komplett. Ich hätte jetzt wirklich gerne so eine kleine Pinguinarmee, die irgendwie alle beschießt. So, einen haben wir geschafft. Such dir nur die Kleinen. Such dir nur die, die irgendwie schnell platt zu machen sind. Damit ist auch schon meine Forderung vom Anfang des Spiels erfüllt worden. Nur, dass ich es jetzt gar nicht mehr so gut finde. Das waren echt viele. Wie viele Türme soll ich denn da bauen? Also, wahrscheinlich im späteren Spiel hat man wahrscheinlich so viele Türme, dass man die dann relativ gut abwehren kann. Es war jetzt auch ein bisschen Pech, dass die von hier gekommen sind. Wenn die jetzt irgendwie von hier gekommen wären, wäre das vielleicht ein bisschen einfacher gewesen. Aber egal. Ich weiß jetzt auch nicht, was die mitgeschleppt haben. Wir gucken uns mal die nächste Aufgabe an. Und erzeuge Krill. Akzeptieren. Wo können wir denn Krill erzeugen? Keine Ahnung. Haben wir einen Krillturm? Ach, hier. Ja. Dann haben wir ja schon eins. Sollte easy peasy werden. Und da hat schon wieder eine Robbe geschafft, uns irgendwas zu klauen. Das ist echt ungünstig. Und wir haben jede Menge Punkte, die wir einsetzen können. Der Essensstand. Der Essensstand verteilt Nahrung an Pinguine. Wenn die Hungerleiste leer ist, kann dieser Ort aufgesucht werden, wenn sich der Pinguin im Interaktionsbereich befindet. Das finde ich gut. Finde ich, glaube ich, noch wichtiger als ein Karussell. Weil ist einfach so. Ach, und der braucht auch Strom. Na, so ein Zufall. Stellen wir mal hier hin. Und dann bauen wir hier noch so eine schöne lange Straße daher. Perfekt. Und hier muss auch noch jemand rein. Aber wir haben keinen mehr. Natürlich können wir jetzt hier wieder noch einen wegnehmen und den hier irgendwie reinpacken. Aber wahrscheinlich brauchen wir auch gleich hier für die Fressbude Personal. Zumindest würde ich das jetzt erstmal annehmen. Tendenziell könnten wir dann sogar sagen, dass wir hier
Personal abbauen und die jetzt erstmal wieder hier reinsetzen. Weil hier müssen wir eigentlich nur Personal haben, wenn ein Killerwahlangriff bevorsteht, weil der meist hier diese Gebäude am Wasser angreift. Aufgabe erfüllt. Belohnung, wir haben Krill. Ja, toll. Kunststoff und Schneeblöcke. Sehr gut. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Ah, okay. Ich weiß nicht genau, was ich gemacht habe. Ich habe irgendeine Taste zu lange gedrückt und dann konnte ich das hier irgendwie so bewegen. Interessant. Gut. Wir haben immer noch 11. Okay, wie wir das schon befürchtet haben, brauchen wir hier Personal. Zap. Ich hoffe, dass die hier auch gezielt hingehen und ich das Ding jetzt nicht irgendwie so in der Nähe von Gebäuden hätte bauen müssen. Aber wir schauen mal, wie sich das Ganze hier für uns darstellt und mit der Zeit entwickelt. So, der Pinguin läuft hier fröhlich mit seiner Kiste durch die Gegend. Ist das der gute Mann, der hier im Shop arbeitet? Nein, der arbeitet hier im kleinen Nahrungslager. Boah, dieses... Wahrscheinlich hören sich Pinguine so an, aber das ist in Summe ein bisschen anstrengend, das Geräusch. Aber ist okay. So, eine neue Aufgabe. Wir sollen einen Kräutersammler bauen und Kräuter produzieren. Na, los geht's. Gut, können wir noch irgendwas erforschen? Wollen wir das Karussell haben? Das ist halt so ein... nice to have. Ich weiß nicht genau, was die Vorteile sein könnten. Also klar, die Stimmung ist besser. Aber ist das so ein Anliegen von uns? Oh, Eislaufbahn. Ein abgegrenzter Bereich zum Schlittschuhlaufen. Jeder Besuch bringt 2 Punkte Zufriedenheit. Mir kann doch keiner erzählen, dass Eislaufen weniger Zufriedenheit bringt als Yoga. Ernsthaft? Ich bin verwirrt. So, wenn die Spaßleiste leer ist, kann dieser Ort aufgesucht werden, wenn sich der Pinguin im Interaktionsbereich befindet. Okay. Vielleicht spare ich tatsächlich hier mal auf so einen Fischerdock. Aber wir haben doch schon einen, oder? Dann braucht man den ja gar nicht mehr bauen. Nee, das ist ein Fischkutterdock. Was ist denn der Unterschied? So, dank dem Fischkutterdock kannst du Krill, Fisch und Tintenfisch mit Netzen fangen. Und dies kann am Rande des Ozeans gebaut werden. Das Fischerdock ermöglicht es Fischern, Fische zu fangen. Okay. Hilft uns aber auch erst, wenn wir wieder Personal gefunden haben. Und Personal kriegen wir erst im Juni. Ich bin sehr gespannt, wie viele Fische dazu... Nein, wie viele Pinguine uns da... hinzugefügt werden. Vielleicht könnten wir direkt schon mal ein paar Häuser bauen. So. Dann bauen wir hier noch so ein paar Straßen lang. Ich meine, das war jetzt ein bisschen quatschig, das so zu machen. So würde ich sagen. Passt. Da sollen sie hier mal schön bauen. Damit wir viele, 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 viele Pinguine willkommen heißen können. Das wäre mir ein Herzensanliegen. Müll. Liegt hier Müll? Oder wird hier Müll gebraucht? Was ist da jetzt die Botschaft? Müll. Benötigt Material, 10 Schneeblöcke und 4 Müll. Okay. Wir haben leider keinen Müll. Aber wir haben Schneeblöcke. Wo kriege ich den Müll her? Kann mir das mal einer erklären? Das ist ja echt ärgerlich. Kann ich irgendwas bauen? Lagerhaus, Konstrukteurshütte. Haben wir auch alles schon. Ich weiß, es gab ein Gebäude, mit dem man Müll sammeln kann. Was ist das? Ozeanmüllsammler. Ja,
Dann ist das doch das Ding, was wir brauchen. So, dann wollen wir den mal direkt bauen. Wo finden wir den denn? Den Ozeanmüllsammler hier. Und auch der braucht wieder Strom. Meine Güte. So, wir lassen mal Platz für einen Turm dazwischen. Und notgedrungen müssen wir da jetzt auch noch einen Stromproduzent zwischensetzen. So. Okay, wir haben wieder eine Aufgabe abgeschlossen, haben Gold bekommen, Kräuter, Trockenfisch und Müll. Sehr gut. Jetzt haben wir Müll, dass wir zumindest ein paar Häuser bauen können. Das ist sehr hilfreich. Hier brauchen wir... Nee, das ist nicht das, was wir bauen wollten. Okay, hier müssten wir doch alles für haben, denke ich. Hat der Turm jetzt seine Reich... Ach nee, hier steht ja auch einer. Richtig, das hatte ich übersehen. So, wo wird denn gerade groß gebaut? Dennis ruht sich aus und Leo arbeitet. Wo arbeitet Leo denn? Ach, Leo baut eine Hütte. Ja, das ist gut, Leo. Auf dich kann man sich verlassen. Die brauchen alle noch sehr lange, bis sie erwachsen werden. Das werden wir nicht mehr erleben. Schade, schade. So. Die Robben haben hier gar keine Stiche mehr. Das finde ich sehr gut. Ich frage mich, ob uns das wirklich so viel bringt. Aber wir lassen es mal so stehen. Kann ich jetzt hier das irgendwie zum Aufbau... Ah... Wir setzen die mal auf sehr hoch. Eine neue Aufgabe für uns. Schon wieder Kräuter. Haben wir das nicht schon gemacht? Egal. Ich frage mich wirklich, ob sich die Pinguine auf Schnee schneller fortbewegen als hier auf dem Eis. Also dort, wo Wege sind, will ich sagen. Irgendwie sieht es von hier nicht so aus, aber irgendeinen Sinn müssen die Straßen ja haben. Oder ist es einfach nur Deko? Straßen ermöglichen Pinguinen eine höhere Laufgeschwindigkeit. Okay, da haben wir schon die Erklärung auf meine Frage. Sehr gut. So, wie sieht es denn hier aus? Es fehlt Metall. Aber wir haben Metall. Kommt jetzt wahrscheinlich das Metall. Und dann kann hier unsere Grillstation gebaut werden. Das nächste setze ich dann mal hier auf hoch. Prioritär. Wir lassen es mal ein bisschen schneller laufen. Dann muss ich nicht so viel erzählen, ihr nicht so viel zuhören. Ist doch praktisch. Schicke Glaskugel. So, Robben haben hier mittlerweile gar keine Chance mehr. Und gleich kommen neue Pinguinfreunde. Ich freue mich schon richtig. Wann kommen die denn? Wann kommen die denn? Ob die hier wirklich so hoch rutschen? Ich will jetzt gar nicht mehr weggucken, ehrlich gesagt. Ich möchte einfach sehen, wie die Pinguine hier hochgerutscht kommen. Ich finde es auch irgendwie unnötig, dass diese Rutschen so... Oh, 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 da sind drei. Flups. Habt ihr den Abgang gesehen? Kommen noch mehr? Ich hätte das hier gerne von dieser Seite gesehen. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass die Perspektive eine andere war. Und wir haben wieder eine Aufgabe abgeschlossen. Gut, wir fügen die Pinguine zunächst mal hier dem Bauarbeitertrupp zu. Und wir haben viel zu viele Häuser. Die brauchen wir gar nicht bauen. Jupp. Können wir abreißen und das reißen wir auch mal ab. Das eine lasse ich jetzt mal stehen.
Also wir brauchen es wahrscheinlich nicht, aber besser eins mehr zu haben als eins zu wenig. Man weiß ja nicht. Gut, was können wir noch Kluges machen? Wir haben noch Forschungspunkte, aber wir wollten ja tatsächlich auf den Fischerdock sparen. Obwohl ich auch gerne sehen würde, wie die Pinguine auf der Eisbahn rumlaufen. Vielleicht kaufen wir einfach die Eisbahn fertig. Wir gucken mal. Wir brauchen ja noch ein paar Pünktchen. So, wird hier jetzt... Ach so. Oh, nein. Das ist ja doof. Also, die können das Ding jetzt nicht bauen, weil ich kein Plastik habe. Und wir kriegen Plastik, indem wir das vielleicht abreißen. Wie viel Plastik brauchen wir hier? Oh, wir brauchen 8. Nein. Was machen wir denn jetzt? Ich würde die Rampe vielleicht abreißen. So. Dann das Teil bauen. Neue Aufgabe. Oh, Karussell. Ja, komm. Machen wir. Dann bauen wir jetzt das Teil hier auf und bauen danach eine neue Rampe. Fertig. So, dann sollten wir jetzt ja ohne Probleme wieder diese Rampe bauen. Wir sollten mal wieder langsamer machen, sonst ist die Zeit so schnell um. Das wollen wir nicht. Wo ist denn die Rampe? Da ist die Rampe. Upsi. Die sieht hier... Ach so, weil man nur den einen Teil sieht. Warum passt... Ah. So. Bums. Passt. Das sollten wir dann jetzt ja eigentlich bauen können. Und wir haben 28 Forschungspunkte und ich will einfach eine Eisbahn haben. Ist mir egal. Ich will sehen, wie die Pinguine Shichu laufen. Das muss ich sehen. Da setzen wir sie mal hin. Dann können wir hier noch die Straße so ein bisschen rumführen. Wunderbar. Wir setzen hier mal die Priorität hoch. In der Hoffnung, dann doch noch mal 2, 3 Pinguine abstauben zu können. Oh, hier brauchen wir Personal. Da schicken wir auch mal einen hin. Was ist denn das? Ozeanmüll. Ah, okay, ja. Wir müssen halt Müll sammeln, damit wir Müll kriegen. Klingt logisch. Dann können wir vielleicht auch hier noch mal wieder einen wegnehmen und hier noch einen zweiten reinsetzen. Damit wir hier schnell wieder unser... Neuankömmlingsbereich aktivieren können. Das Haus würde ich mit kleiner Priorität einfach mal lassen. Oh, sie sind schon... Wir kriegen eine jährliche Unterstützungszahlung von 71 Gold. Können wir uns das in Müll auszahlen lassen vielleicht? Der König des Vereinten Pinguinkönigreichs hat als alljährliche Unterstützungszahlung 71 Gold geschickt. Die Goldmenge wird anhand deiner Reputation berechnet. Was kann ich denn mit Gold machen? Ah, jetzt. So sieht das also aus, wenn ein Pinguin Stitschu läuft. Ganz ehrlich, ich habe mir ein kleines bisschen mehr erhofft. Mehr so Eleganz. Aber es ist lustig, dass da auch so ein paar auf dem Bach rumpaddeln. Das finde ich gut. Das gefällt mir hervorragend. Dafür hat sich das Ganze schon wieder gelohnt. So, was macht denn hier unsere Müllproduktionsanlage? Wir haben doch Müll. Wo ist denn jetzt der ganze Müll hin? Ach so, wir produzieren Müll. Ja, das geht nicht so schnell. Und die muss erst jemand abholen.
diese ganze Müllmenge. Aber ich finde das sehr umweltbewusst und sehr vorbildlich, dass sich die Pinguine darum kümmern, dass unser Müll aus dem Ozean gezogen wird. Da müssen wir uns ja selbst nicht mehr drum kümmern. Psst. Warum hat er ein kleines Häuschen? Ach, der ist obdachlos. Wir haben obdachlose Pinguine. Wieso haben wir denn obdachlose Pinguine? Wie viel passen denn in so ein Haus rein? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Warum bist du denn obdachlos? Das verstehe ich nicht. Aber du kannst doch hier einziehen. Wieso nicht? Was übersehe ich denn? Warum kann er hier nicht einziehen? 2 von 2, 2 von 2. Oder ist das Lebensraum für ausgewachsene Pinguine? Ach, ich habe keinen Lebensraum für junge Pinguine. Oh nein, das habe ich übersehen. Ich brauche noch hier so einen Kindergarten. Wie ist das Ding? Kinderhaus. Das kriegen wir da nicht hin. Dann kommt das hier hin. So, und das können wir auch direkt bauen, denke ich. So, wie sieht es an der Müllfront aus? Was passiert mit dem ganzen Müll? Wird der hier hingebracht? Nein. Also, ich bin irritiert. Weil hier wird doch im großen Stil Müll produziert. Meine, ja, sehr langsam und die ruhen sich schon wieder alle aus. Und jetzt essen sie was und machen nicht das, was sie sollen, Müll suchen. Aber eigentlich müssten wir doch längst Müll produziert haben, oder nicht? Ich weiß es nicht. Wir lassen es mal laufen. Wir haben unsere Eisbahn. Wir haben alles gemacht, was wir machen wollten. Das passt schon. Na endlich, jetzt wird hier auch wieder gearbeitet. Und jetzt bewegt sich vielleicht bald auch der Button weiter. So, King ruht sich aus. Der könnte jetzt aber auch mal ein bisschen arbeiten. Haben wir erst ein Müllteil hergestellt? Haben wir noch einen anderen Verwendungszweck für Müll? Ich glaube nicht. Wird der sofort hier hingebracht? Auch nicht. Wo ist der denn jetzt hin, der eine Schuh? Ich verstehe es wirklich nicht. Gut, wir lassen es mal laufen. Und vielleicht ist das auch irgendwie jetzt gerade eine Grenze, die wir gerade so ein bisschen haben. Ich frage mich wirklich, was mit dem Müll passiert, den wir hier aus dem Wasser ziehen. So, jetzt steht der Müll hier auf 1. Kommt jetzt ein Pinguin an und nimmt den weg und rennt dann damit irgendwo hin? Oder müssen jetzt hier erstmal 4 produzieren? Oh, plötzlich sind hier 7 Müll. Na, so ein Glück. Dann geht der Bau ja bald los. Das gefällt mir. Und wir müssen uns auch schon fast auf den Killerwahlangriff vorbereiten. Ich lasse mal noch mal ein bisschen die Zeit schneller vorlaufen. Da werden wir schon wieder von so einer Robbe angegriffen. Die hat aber nicht viel hier entgegenzusetzen. Warum arbeitet denn gerade keiner? Ihr müsstet euch doch schon längst hier um diesen Bau kümmern können. Okay, ihr habt jetzt erstmal das Haus gebaut. Das hieltet ihr wohl für eine gute Idee. Ich habe doch hier die Priorität ganz klar hochgesetzt. Also, okay, jetzt geht's vielleicht los. Jetzt bringt er das wohin? In den Essensstand. Aber ihr esst doch keinen Müll. Ich bin irritiert.
Sehr schön, dann können wir es mal langsam machen. Das Ding ist gebaut. Und schon haben wir im November Neuankömmlinge. Das finde ich gut. Und im September... Oh, wir haben August. Wir müssen ganz dringend hier Personaländerungen vornehmen. Und hier einen rein. Hier bitte einen rein. Zack. Kriegen wir es noch hin, ein weiteres zu bauen? Passt da nicht zwischen? Ich hätte schwören können, dass das passt. Können wir den hier hinstellen? Eigentlich ja. Mal gucken. Jetzt haben wir zwar den Weg irgendwie blockiert, aber wir schauen mal. Also, wir haben wieder... Nein, wir haben den ersten Killerwahlangriff vor uns. Bin sehr gespannt, ob wir da irgendwie gegenarbeiten können. Was ich weiß, ist, dass der Killerwal vermutlich irgendwo hier auftauchen wird und versuchen wird, ein unserer Gebäude zu zerstören. Es wäre natürlich sehr schade, wenn das Haus gerechnet unsere Neuankömmlingsrampe wäre. Aber ich glaube, da können wir nichts gegen tun, wenn es tatsächlich passieren sollte. Passiert das immer Mitte August? Keine Ahnung, wir lassen mal laufen. Oh, wir haben ja noch 41 Punkte zu verteilen. Eine Dorfhalle. Dieses Gebäude kann genutzt werden, um Nahrung, Medizin, Material und Gold vom König zu erbitten. Oder eine Vase. Eine dekorative Vase. Das, puh. Wir brauchen Müll und Schneeblöcke. Ich glaube, wir bauen erstmal das Fischerdock. So, können wir das schon bauen? Sieht so aus. Ich würde mal ein bisschen Tempo machen. Oh, 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 oh. Ach nee, das ist nur eine Robbe, die hier angerobbt kommt. Die wird noch fast im Wasser zerlegt. Arme Robbe. Da habe ich ein bisschen Mitleid tatsächlich. Aber nur ein bisschen. So, machen wir mal nochmal wieder ein bisschen Tempo. Wir haben August. King ist... Pinguine sterben? Nein. King ist gestorben. Warum das denn? Das macht ja... Das ist ja... Oh, nö. Habe ich jetzt hier noch Pinguine drin? Ja. Okay. Gut. Ich würde sagen... Killerwal nähert sich. Wo nähert er sich denn? Ich kann ihn hören, aber nicht sehen. Oh mein Gott, ich habe Angst. Du bist kein Killerwal. Du bist irgendwas anderes. Hier ist auch so Eiszapfen. Interessant. Gibt es sowas in der Realität? Wie wächst sowas? Interessant. So, wo... Oh, da ist er. Er hat es auf unseren Fischerkutterdock abgesehen. Der König des vereinten Pinguin-Königreichs gratuliert dir zur Erlegung eines Killerwals und belohnt dich mit 40 Gold. Sehr schön. Tschüssi, tut mir leid. Hat er das Ding jetzt so kaputt gemacht? Okay, dann würde ich aber den wieder leeren. Den würde ich auch leeren. Und dann würde ich hier wieder 3, 4 reinpacken. Ich glaube, hier können wir den Bau auch eigentlich abbrechen. Genauso wie hier. Das hilft uns dann jetzt nicht mehr. Vorerst. Und wir warten mal wieder auf die nächste Robbenplage.
Ich denke aber auch da werden wir nicht besonders viel gegen machen können. Wir könnten jetzt klar noch ein, zwei Türme bauen, aber ob das am Ende hilft, weiß ich auch nicht so genau. Aber wir haben noch mal wieder Forschungspunkte, die wir verteilen können. 31 an der Zahl. Und wir sollen ja ein Karussell bauen. Also bauen wir jetzt ein Karussell. So. So, wo ist das Karussell? Hier. Ah ja, und das braucht auch Strom. Dann kommt das Ding einfach hier hin. So, dann müssen wir hier wieder einen Arbeiter. Nehmen wir mal zwei Arbeiter weg. Packen wir hier hin. Was heißt das? Nicht unter dem Schutz eines Verteidigungsturms. Ja gut, ist halt so, ne? Wir erwarten keinen Killer-Wahlangriff mehr in diesem Jahr. Von daher können wir damit erstmal so leben. So, meine kleinen Pinguine, baut mir hier ein Karussell. So, Belohnung, 4 Gold, 8 Müll und 8 Stein. Und ja, wir haben es nicht geschafft, in der Zeit das irgendwie zu bewerkstelligen. Deswegen gibt es da auch keinen Bonus. Schade, schade. So, bauen wir uns jetzt noch ein Türmchen. Ich glaube, wir machen das mal einfach. Ungünstig, weil die brauchen ja auch Strom. Hier können wir noch einen hinsetzen vielleicht. So, mit hoher Priorität. Ist dann aber auch wieder die Frage, wo die tatsächlich herkommen. Wenn die jetzt von hier kommen, haben wir eh keine Chance. Egal. Die Produktivität von Pinguinen ist der Mittelwert aus Zufriedenheit und Bildung. Okay, wir müssen eine Schule bauen. Die können wir auch schon freischalten. Das ist sehr gut. Dann können wir auch hier den Bau direkt mal in Auftrag geben. Da ist die Schule. Und auch die braucht Strom. Die setzen wir jetzt mal hier hin und dann bauen wir hier noch ein Kraftwerk hin. So. Was ist hier los? Wartet auf Material. Soll er halt warten, ne? Wir brauchen zwei Kunststoff. Nein, zwei Stein, 8 Kunststoff und 16 Schneeblöcke. Wieso haben wir denn keine Schnee? Mir hat keiner gesagt, dass ihr von da kommt. Das ist ja dreist. Da können wir aber was machen. So. Ja, es fehlt an Konstrukteuren. Ich weiß, wir haben hier gerade eine Notlage. Wir müssen hier gerade mal die Mitarbeiter anders zuweisen. Ja, das fand ich okay. Also, war in Ordnung. Konnte man so machen. Ich weiß aber auch immer nicht, wie viel mir das irgendwie bringt. Wahrscheinlich bringt es viel, wenn man es schafft, diese ganze Horde aufzuhalten.
Und so viel Power haben wir gerade einfach nicht. So, fangt ihr jetzt an, hier die Schule zu bauen? Habe ich denn nicht schon so ein Eisturm-Produktionsgebäude? Brauche ich da noch ein zweites von vielleicht? Ja gut, jetzt haben wir natürlich hier auch wieder ein Problem mit unseren Mitarbeitern. Da ich aber ehrlich gesagt das mit diesen Robben so ein bisschen finde, lassen wir euch mal dort arbeiten. Jetzt kann der hier zwar ziemlich frei durch die Gegend laufen, aber wir brauchen Eisblöcke. Ganz dringend. Kann man da noch mit Forschung irgendwas verbessern? Oh, hier. Schneeblockformer gewährt plus 1 produzierte Menge. Da brauche ich 50 für. Ich habe 28. Hätte ich vielleicht mal eher nehmen sollen? Egal. So, wir setzen mal wieder ein hier in den Turm, um so ein bisschen was abwehren zu können. Ich weiß ja nicht, was die immer mitnehmen. Wenn die uns jetzt die Eisblöcke klauen, warum auch immer, wäre das nicht hilfreich. Auch sehr praktisch, dass die immer hier dieses Lager als Ziel anvisieren. Ich hoffe, das Lager ist nicht voll. Nein, sieht nicht so aus. Scheint ein sehr großes, kleines Lager zu sein. Es dauert nicht mehr lange und wir bekommen neue Pinguine. Ich freue mich drauf. Ich finde echt, man hat ein bisschen Pinguinmangel, tatsächlich. Ganz leicht. Machen wir ein bisschen langsamer hier. Wie sieht es denn an der Schule aus? Uns fehlen immer noch 8 Blöcke. Wir haben tatsächlich ordentlich Blockmangel, den wir aber auch nicht so ohne weiteres beheben können. Glaube ich. Wir könnten halt jemand aus der Krillfarm nochmal abziehen und hier schon mal. Oh, hier sind 2. Hier ist nur einer. So, weil Krill haben wir aktuell ziemlich viel. Ach, das sind Kräuter. Das ist gar nicht Krill. Das ist natürlich jetzt doof. Was ist das? Ah, hier ist der Kräutersammler. Dann schicken wir dich hier rein. So. Und lassen das mal auf diese Art und Weise weiterlaufen. Oh, die Schule ist fertig. Belohnung 4 Gold, Kunststoff, Schneeblöcke und Müll. Und gleich müssten irgendwann lustige kleine Pinguine angeflogen kommen. Da freue ich mich schon das ganze Jahr drauf, auf dieses Highlight. Was passiert da im Hintergrund? Naja gut, wir können jetzt nicht... Was? Hab ich es jetzt verpasst? Egal. Ich hätte gern noch mal gesehen, wie sie da mit einem flüssigen Salto rübergesprungen wären. Braucht die Schule kein Personal? Das finde ich gut.
Dann böbbeln wir euch jetzt hier mit rein, vielleicht. Keine Ahnung. Was können wir da noch Sinnvolles und Kluges tun? Wir können hier ganz viele Punkte ausgeben, um den Schneeblockformer zu verbessern. Wir könnten noch eine Bibliothek bauen, aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Und wir lassen es mal rennen. An sich läuft ja unsere kleine Siedlung ganz gut. Oh, und jetzt müssen wir Krill produzieren. Ich kann hier keinen Krill-Produzenten zuordnen. Das machen wir jetzt mal. So. Die Aufgabe möchte ich noch mitnehmen. Passiert hier eigentlich was? Oh, guck mal, der ist hier auch irgendwie voll am Durchdrehen. Das ist ja süß. Der dreht hier auch am Rad. Ist ja nicht zu fassen. Wie schnell produzierst du denn Krill? Relativ flott. Jetzt rennt er weg mit seinem Krill. Na gut. Soll er halt machen, ne? So, ich glaube, jetzt hat er auch keinen Spaß mehr. Jetzt ist er einfach weggegangen. So, passiert denn hier irgendwas Spannendes in der Schule? Abgesehen davon, dass die einen betrunkenen Pinguin als Logo haben. Beschleunigt sich dadurch das Erwachsenwerden? Hier ist mir zu viel Lärm, ich muss hier weg. So, der letzte Krill wird produziert. Hier sind ganz schön viele Fische. Ich habe gerade Krill irgendwie verwechselt. Ich dachte, das wäre Krill. Das ist gar nicht Krill. Das ist Krill. Und hier arbeitet gerade auch keiner. Ah, fertig. Und wir haben Fisch bekommen und Müll. Sehr schön. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich mal so über Müll freue. Aber Zeiten ändern sich. Gut. Ein Ort der Andacht, um die Spiritualität zu steigern. Wir könnten einen Tempel bauen. Wollen wir auch einen Tempel bauen? Ich bin mir unsicher. Bauen wir eine Eislaufbahn. Das haben wir schon gemacht. Akzeptieren wir. Und schauen mal, ob wir auch diesen Auftrag noch erfüllen können. Aber das sieht gut aus. Wir haben jetzt schon 4 Blöcke gebaut. Wir haben auch unsere Blockproduktion etwas erhöht. Perfekt. So, gibt es noch irgendwas Sinnvolles, das wir hier bauen sollten? Sehe ich jetzt erstmal so auf Anhieb nicht. Wir können auch vermutlich nichts mehr erforschen. Wir haben 27 Forschungspunkte. Ja, wir könnten jetzt einen Tempel bauen. Da würde ich lieber auf die Bibliothek warten, tatsächlich. Also wenn ich jetzt nicht Zeitdruck hätte, würde ich jetzt erstmal die Bibliothek erforschen. Wie viel brauchten wir dafür? 32. Vielleicht kriegen wir das im Dezember noch hin. Wir kriegen ja relativ schnell Forschungspunkte tatsächlich. So, dann können wir die mal noch bauen, die Bibliothek. Was bringt uns die denn? Funktioniert nur, wenn im Aktionsbereich eines Energiegenerators, klar. Ah, Bildung für Ausgewachsene. So, zapp, zarab. Schnell noch ein Sträßchen hier so lang. So. Dann haben wir noch eine Aufgabe. Wir können noch Müll produzieren. Mal sehen, was wir davon noch erledigt bekommen.
Ich bin ja sehr auf den Abschlussbericht gespannt, was der uns alles so sagen wird. Oh, ich glaube, wir bekommen die Bibliothek tatsächlich noch aufgebaut. Das finde ich schön. Wir produzieren gerade gar keinen Müll. Dann können wir natürlich auch hier diese Aufgabe nicht lösen ordentlich bis zum Ende. Aber vermutlich ist es jetzt schon fast zu spät. Jetzt haben wir zwar unsere ganze Deckung aufgegeben, aber eine richtige Rolle spielt das ja auch nicht mehr. Oh, und wir müssen hier jemanden einstellen. Das würde ich dann gerne noch tatsächlich machen. Damit die... Warum braucht denn die Bibliothek Mitarbeiter und die Schule nicht? Das verstehe ich nicht. Egal. Oh, und da ist schon der Jahresbericht. Damit ist das Spiel zu Ende. Sehr schade. Dein Rang im Vereinten Pinguinkönigreich 37. Ist das jetzt schlecht? Würde man sagen, ja. Krass, dass da Leute irgendwie 6154 Punkte bekommen haben. Für was? Keine Ahnung. Ich habe 1200 bekommen. Das ist nicht so richtig gut. Vielleicht auch nicht so richtig schlecht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mit Platz 37 jetzt irgendwie von 40 Personen ganz unten bin oder von 1000 Personen doch relativ weit oben. Ich habe keine Ahnung. Dazu müsste ich jetzt hier die ganze Liste sehen. Minimale Anforderung, um den Rang stattzuerhalten. Erreiche eine Reputationspunktzahl von 1500. Boah, da bin ich dran vorbeigeschlendert. Ist natürlich die Frage, kann ich das überhaupt in einem Jahr erreichen? Also kann ich in einem Jahr etwas aufbauen, was eine Stadt darstellt? Oder bin ich durch dieses eine Jahr auch limitiert? Dann stellt sich mir die Frage, wer sind diese ganzen Leute, die es ja scheinbar geschafft haben? So, Zufriedenheit relativ hoch, denke ich. Bildung relativ schlecht. Gold relativ wenig. Und Reputation relativ viel. Also ich habe in diesem Jahr 460... Ach so. Hä? Was bedeutet das? Ich hätte jetzt gedacht, es bedeutet, ich habe im letzten Jahr plus 469,1 Reputation erarbeitet. Bedeutet aber ja auch, dass ich schon mit 700 Reputation gestartet wäre. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir haben einen Killerwal getötet und einige Robben. 3 Pinguine sind gestorben, 8 Babys wurden geboren. Also plus. Ich habe keine Abzeichen verdient. Okay. Jetzt können wir Gruppen. Oh. Ist es nicht schön? Das hat wirklich Spaß gemacht, tatsächlich. Obwohl ich es schön fände, wenn das Spiel noch so ein bisschen mehr so dieses Pinguin-Thema irgendwie ausspielen würde. Weil, ja, es gibt so ein paar Gebäude, wie jetzt mit diesen Gruppenknuddeln oder so, wo man ja weiß, Pinguine stehen oft gerne nah beieinander und die Kinder werden in die Mitte genommen und so weiter. Aber es kommt für mich noch nicht so richtig durch, dass das eine Pinguinstadt ist. Weil das könnten jetzt auch Zwerge sein. Oder irgendwelche anderen Wesen. Es ist völlig egal. Diese Pinguine sind eigentlich austauschbar. Und mir fehlt zum Beispiel so ein bisschen, dass zum Beispiel bei der Fischerhütte
der Pinguin dann ins Wasser springt und wieder rauskommt und dann hat er einen Fisch gefangen. Sowas zum Beispiel. So kleine Gimmicks, wo man wirklich merkt, yo, das sind keine Menschen, die angeln, sondern das sind Pinguine, die aktiv ins Wasser springen, um Fische zu fangen. Sowas fände ich halt schön und sowas würde ich mir halt auch an anderen Stellen wünschen. Also ich könnte mir halt vorstellen, in der Pinguinschule wird, keine Ahnung, schwimmen gelernt oder so. Und dann stehen die da alle so auf dem Eisblock und trauen sich nicht runterzuspringen und dann springen sie alle runter oder sowas. Keine Ahnung. Sowas fände ich schön. Vielleicht kommt sowas noch. Dann hätte das Spiel auf jeden Fall einen noch höheren Spielwert als ohnehin schon. Es war nur die Demo, deswegen kann man natürlich nur so grob das einschätzen. Aber ich hoffe, dass die Entwickler noch so ein bisschen was reinbringt, was sie jetzt von anderen Spielen dieser Art abhebt. Weil das fehlt mir tatsächlich noch. Im Moment triggert sich das bei mir über das Thema, oh, wie süß Pinguine. Und das hat dann halt auch keinen Langspielzeitwert. Zeitlangspielwert? Egal. Also, ich würde mir noch mehr Pinguin-typisches Verhalten wünschen. Aber darüber hinaus ein echt schönes Spiel. An der Stelle sage ich vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.